Habt ihr bei Civilization 6 schon mal als Anführer den Psychiater gewählt? Nein? Sagt euch nichts? Könnt ihr aber machen, könnt ihr erleben bei Civilization 6, beim Add-on Rise and Fall und bei unserem Spiel des Monats September 2018, wie immer ausgetragen gemeinsam von meinem Coonity-Forum, coonity.writingbull.de und von civforum.de, dem großen Fanforum für Civilization. Warum ihr den Psychiater dort spielt? Ihr spielt den Psychiater der Queen Victoria. Vordergründig spielte sie selber, die Anführerin der Engländer, aber eigentlich ihren Leibarzt, der ihre Seele wieder gerade rücken muss. Hintergrund der Geschichte. Bei den letzten Updates für Civ 6 gab es ständig Änderungen für unsere Engländer und für unsere Queen. Immer wieder wurden ihre Fraktions- und Leader-Eigenschaften verändert, ihre Balancing-Werte wurden durcheinander gewürfelt. Da kann man doch krank im Kopf werden, völlig Mischugge und völlig durcheinander. Unsere Queen hat eine Lebenskrise, zumindest eine Nervenkrise, und muss sich auf sich selbst besinnen. Dabei könnt ihr als Leibarzt der Queen, als ihr Psychiater ihr helfen. Wie das läuft? Auf diese Weise. Ladet die Karte, die Maximo der X-te, unser Chefspiel des Monats Kartenbastler, für euch zusammengeschraubt hat, runter. Den Link darauf findet ihr in der Textbeschreibung dieses Videos auf YouTube. Der führt zu zwei Threads, einen in meinem Forum, einen bei civforum.de. Dort findet ihr die genaue Aufgabe und auch das Savegame. Ladet es runter, haltet euch genau an die Aufgabe, die dort beschrieben ist, für euch, für den Psychiater, und macht dabei unter anderem Folgendes. Sorgt dafür, dass sie besserer Laune ist. Das heißt, baut einfach mindestens drei Unterhaltungsbezirke. Zeigt ihr, dass sie wirklich die Queen der ganzen großen, weiten Welt ist, und sorgt dafür, dass mindestens auf drei unterschiedlichen Kontinenten jeweils ein Unterhaltungsbezirk ist. Erinnert sie daran, wer ihre Leibgarde ist, nämlich ihre treuen Rotröcke, ihre Spezialeinheit, und platziert in jedem dieser Bezirke einen Rotrock als ihre Leibwache hinein. Außerdem sorgt noch dafür, dass sie stolz sein kann auf ihr großes Reich, und sorgt dafür, dass bei jedem dieser drei Unterhaltungskomplexe in der Nähe, höchstens zwei Felder entfernt, entweder ein Naturwunder oder ein Weltwunder steht. Alle weiteren Sonder- und Spezialregeln findet ihr ebenfalls in diesen Threads. Ich wünsche euch viel Vergnügen bei diesem Spiel des Monats und toi toi toi, dass euer Leibarzt Erfolg hat. Ansonsten wisst ihr ja, sie hat eine Nervenkrise, die Queen. Da kann es schnell mal passieren, dass man als Spieler, der es nicht packt, auf dem Schafott landet.